hängt der da unten fest oder so. So, erstmal weiter. Hier die Zellprobe mitnehmen. Gehe ich richtig? Ich hoffe. Sieht aber so aus. Ja, genau. Wir müssen ganz viel klettern jetzt. Höher kommen. Also ich bin auch noch gespannt auf die RDA, weil ich habe immer, wo ich selber gespielt habe, habe ich immer die Navi gespielt. Also RDA, wenn ich das anfange, wird total blind sein. Aber das hier ist jetzt so, na, sagen wir mal half blind. Ich weiß nicht, wie lange ich gespielt habe, ob ich jetzt überhaupt vielleicht ein Viertel von dieser, von der Navi-Kampagne habe ich vielleicht gespielt. Schwere Verluste erlitten. Falco will uns tot sehen. Wir kehren um. Bleiben Sie bei Beidamo. Er ist Ihr sicherster Kandidat. Beidamo. Gut, da bleiben wir. Ach, da ist noch eine Pflanze. Ganz vorsichtig hin. Jetzt hier runter zu fallen, ich glaube, das wäre tödlich. Ach, da. So, na los, steh auf. Steh auf. Ach, er ist runtergefallen. Hier ist ein Flugzeug kaputt gegangen. Ach Mensch. So. Gut, da ist keine Zelle, die wir mitnehmen können. Mal gucken, ob hier irgendwas ist. Also jetzt sehe ich keine Menschen. Da ist aber einer, der uns nicht sieht. Ich glaube, man kann hier auch ohne aufzufallen durchkommen. Wenn man einfach nur schleicht und nicht daneben schießt, wie ich das jetzt immer tue. Gut, da geht's weiter. Aber weiter wollte ich ja jetzt noch gar nicht. Erstmal einmal gucken. Ja, da ist auch keine Zelle. Ich glaube, wir haben so ziemlich alles voll. Deswegen kriegen wir auch keine neuen Zellen. Na. Stirb. So. Da fällt er runter. Gut, dafür nehmen wir mal... Hätte ich jetzt Munition. Schießt er auf uns? Ach, das ist ja... Gut, wenn der nichts macht, dann will ich da auch nicht meine Munition dran verschwenden. Und dann gehen wir mal hoch. Jetzt habe ich hier so ziemlich alles durchgeguckt. So. Und wir klettern hoch. So. Ist hier hinten noch... Er ist immer noch am Schießen. Ach, ein Verbündeter. Er hat jetzt fast angeschossen. Da ist ein Gegner. Geschichte ist er. Können wir hier vielleicht mal ein bisschen... Ach ne, das ist ein Freund. Wo sind denn hier Feinde? Die schießt da oben. Ah. Runtergefallen? Runtergefallen. Okay, jetzt habe ich hier schon wieder einen Schuss im Bogen. Musste ich jetzt loswerden. Dann klettern wir höher. Und höher. Und höher. Viel klettern, um zu den Ikran zu kommen. Oha. Die schießen ja auch noch auf mich hier. So. So. Okay, hier ist wieder Zellprobe. Kaputt. Kaputt. Drohnen zerstört. 100% abgeschlossen. Sektorherausforderung. Ich dachte, da hätte gerade jemand auf uns geschossen, da in der Ecke. Ja, der hat es auch auf uns abgesehen. So. Und so. Gut, die Zellprobe nehmen wir noch mit. Die bringt uns aber nichts, weil wir 5 ist das höchste an Leben, was man... haben kann.
So, gut. Da. Und auch Geschichte. So, hier kriegen wir bestimmt nochmal Pfeile. Hat 3 Stück. Wir dürfen wohl nicht mehr als 50 Pfeile haben. So, zur Atmosphäre hätte man ja noch hier an dem Helden, sage ich schon, also an dem Avatar hier noch irgendwie die Pfeile so befestigen können. Ich meine, jetzt, wo soll er die denn jetzt mittragen? Das sind ja ziemlich große Pfeile, ne? So, wir sind bei den Ikran, bei den Banshees. Da hinten ist unser Punkt, wo wir hin sollen. So. Was passiert nur? Wenn ihr den Film gesehen habt, jetzt kämpfen wir mit einem, der uns ausgewählt hat. Und wenn der Avatar siegt, so war es im Film, hat er den Banshee für sich gewonnen, sozusagen. Also der Banshee sucht sich einen Avatar aus, der hochkommt. Und dann gehören sie zusammen. Und jetzt fliegen wir. Wir haben jetzt ein Fliegetier gekriegt. Ein Fliegetier, ein Banshee, ein Ikran, wie man ihn auch nennen möge. Und dürfen jetzt fliegen und haben auch schon wieder ein Level freigeschaltet. Das Utrillu Pack. Und wir kriegen eine Armbrust noch dazu und eine Fähigkeit. Und jetzt haben wir die Aufgabe. Leertaste ist nach oben. Ja, gut. Jetzt weiß ich, wie man fliegt. Also es ist ein bisschen blöd gemacht, finde ich, das Fliegen von der Steuerung her. Du kommst vom Himmel und kannst nicht fliegen. Ah, nach oben, nach oben, nach oben, nach oben. Du nennst dich Rider und kannst nicht reiten. Mensch, was für ein Wortspiel. So. Und runter. Also das läuft jetzt gerade. Ein Stein fliegt besser als du. Ach gut, den Punkt haben wir jetzt nicht mitgekriegt, also. So. Ach, jetzt schießen sie aus uns. Dann hauen wir mal schnell hier ab. So, also die Steuerung funktioniert so mit Shift, also mit der, wo man zum Beispiel in Shooter schnell rennt und hier halt diesen Hechtsprung macht. Damit fliege ich jetzt tiefer und mit Leertaste fliege ich höher. Also so sieht das denn aus. Ich meine, das hätte man ja auch mit der Maus machen können, dass man immer in die Richtung der Maus fliegt. Wäre, glaube ich, von der Steuerung einfacher gewesen. Ach Mensch, jetzt müssen wir hier ganz, ganz hoch, ne? Nee. Da müssen wir hin. Dann drehen wir mal ein paar Kreise, dann kommen wir höher. So. Sind wir auf der Höhe noch nicht ganz? Doch, sind wir. So. Also die Steuerung ist wirklich... Also das... Ganz schwammig und grob reagiert das. So. Höher, ne? Jetzt muss ich hier erstmal einen Weg finden, hier höher zu kommen. Ich weiß nicht, vielleicht stelle ich mich auch nur dumm an, aber... Eins... Bei einem müssen mir eigentlich alle zustimmen. Die Steuerung ist wirklich ein bisschen blöd hier gemacht. Mal sehen, wenn ich mich dran gewöhnt habe, ich meine, ich spiele jetzt den Avatar. Vielleicht wird das dann noch besser. So, ein bisschen tiefer. Und hier auch noch ein bisschen tiefer. Sturzflug. Und wieder höher. Weiter hierhin, Sturzflug. Ja, hier, ganz schwer komme ich gerade. So. Bei jedem kleinen Anticken mache ich schon hier eine halbe Umdrehung. Oh. So. Bekommt der Banshee oder Ikran, wie man ihn noch nennen möge, eigentlich Schaden dadurch? So, und wir sind schon im Lager angekommen. Da sollen wir landen. Einen Landeanflug machen. So, ich glaube, ich kann einfach rüberfliegen. Dann drücke ich F und er macht die Landung. Absteigen. Gut. Wie ein Helikopter, ne? Du lebst noch? Deine Ikran ist geschickt. Ihre Freunde werden sie auslachen, weil sie sich an einen solchen Narren gebunden hat. Deine Leute bauen Maschinen hoch in den Felsen. Die Maschinen sollen Pandora studieren. Die Maschinen bespitzeln uns, holen Feuer aus dem Himmel. Wir müssen sie zerstören. Bist du verrückt?
Das wird ein Gemetzel und wir sind die Opfer. Ich habe keine Zeit für dein Gerede. Komm, wir greifen an. Okay. Beidamo will, dass sie die Firmentürme zerstören. Okay. Und dafür haben wir jetzt unser Banshee. Ist das unser Banshee? Nee, das hier war er doch. Ruhig. Wir können jetzt aber auch jeden nehmen. Also sonst war das ja, im Film war das so, man hat sich jetzt an einen gebunden und die anderen darf man nicht fliegen. So, wie kommen wir da jetzt am besten hin? Wir fliegen einfach gerade rüber. Das ist auch möglich. Gerade rüber zu fliegen. Ich schätze mal, wenn man die RDA macht, ich weiß es nicht, dann hat man halt den Helikopter und kann überall hinfliegen. Das Coole am Helikopter ist dann, glaube ich, aber noch, man darf schießen. Ich weiß es aber nicht genau. Deswegen müsste auch entsprechend anders die Steuerung sein, weil so kann man einfach nicht schießen mit der Steuerung. So, hier unten ist schon der erste Turm, da sehen wir ihn. Hier haben wir gleich so eine Landeplattform, da machen wir mal so eine kreisenden Landeanflug. So. Okay. Mal ein bisschen drehen. So, jetzt müssten wir eigentlich landen dürfen. Okay, so. Nochmal einmal hier Zellproben und das. So. Wir wurden erkannt. So, den kaputt machen, nicht, dass sie da noch gleich reingehen. So. Hier runter. So wie es aussieht, waren sie das. So, schnell weg, bevor wir noch Schaden kriegen durch die Explosion. Gut, Ziel 1 ist erreicht. Von wo schießt der denn auf uns? Gut, ich will da jetzt auch nicht weiter hingehen. Hier nochmal eben Pfeile mitnehmen. So, welchen nehmen wir? Das ist eigentlich egal, das sind alles die gleichen. So, ach, nee, hoch. So, gut. Fliegen wir zum nächsten Punkt. Verlassenes Nest sind wir gerade, da sind wir ja hochgeklettert hier. Müssen wir hier landen? Nee. Auf jeden Fall, man erkennt immer, dass hier so Landepunkte sind. Da ist der nächste Turm. Landen müssen wir hier, so wie es aussieht. So, das war eine perfekte 1.0 Landung. 100 Punkte. So, erstmal die Türme hier wegmachen. Den wegmachen. Das merken die hier gar nicht. Das haben sie aber gemerkt. So. Okay. Abgeschlossen. Den haben wir schon kaputt. Können wir noch so kaputt machen? Nee. Wäre auch ein bisschen komisch, wenn man einen ganzen Turm nur mit einem Pfeil kaputt machen könnte. Gut, da kommen wir jetzt nicht so schnell hin. Einmal hier runter. Okay. So. So, wo steht er? Da steht er. So, einmal Bombe legen. 10, 9. So, jetzt schauen wir uns das hier schön aus der Entfernung an.